Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von DayZ. Heute mal wieder bei einem schönen Regenwetter auf dem schönen Teufelsschloss. Und wie sieht es denn hier unten überhaupt aus? Ja, scheint soweit eigentlich clear zu sein. Also ich glaube, die Zombies sind doch nicht mehr hier. Wir sind ja vorher, bei den Aufnahmen waren ja noch die ganzen vielen Zombies hier unten, so drei, vier Stück in der Zahl. Wobei ich sehe schon dort eine Anzeige am linken Bildschirmrand. Aber ich kann nicht über die Mauer gucken, leider. Aber was ich mal ändern muss, ist ganz kurz den Floating-Bereich. Der muss weg, weil wenn ich den anmache, ist das Ganze ein bisschen fummeliger, wie ihr sehen könnt. Kann ich die Waffe so ein bisschen rumschwenken. Aber das nervt eigentlich mehr nur. Und das Kopfding könnt ihr euch vielleicht denken. Das mache ich mal komplett aus, dass es nicht so rumwackelt. Oh hey, ich war ein Zombie. Ist da drüben irgendwas drauf? Nein. Wie ihr bemerkt habt, ist das die erste Aufnahme mit einem Intro. Ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber es bleibt erstmal so eine ganze Weile. Ihr könnt ja mal eure Meinung bilden, wie ihr das Ganze findet. Ich muss noch ein bisschen was dran ändern, aber das kommt schon mit der Zeit. Passend zur Thematik in DayZ, würde ich mal sagen. Aber einfach mal sagen, vielleicht habt ihr noch ein paar Wünsche, was ihr vielleicht noch ein bisschen verbessern wollt oder was man da vielleicht noch einbauen könnte. Ich wollte eigentlich erst ein Intro machen, was ein bisschen na, die Atmosphäre von Arma einfängt, aber das habe ich nicht ganz hinbekommen. Das kriegt man in 10 Sekunden nicht hin. Deswegen habe ich es gelassen. Und wir essen erstmal eine Dose Nudeln. Schön zum Frühstück. So. Und stellen uns mal den Kampf hier. Ich bin ziemlich sicher, dass wir uns jetzt ein bisschen rauskämpfen müssen. Ja, nicht runterfallen. Das wäre jetzt echt fatal. Moment. Okay. Der müsste irgendwo vor der Tür hocken. Ich glaube, unter der Treppe hockt der bestimmt. Also rein könnte er, glaube ich, nicht, weil man über den Zaun steigen müsste. Ich bin mir nicht sicher, ob die. Och. Meister Mats, wie geht's Ihnen denn? Kommst du denn hier rüber? Lol. Ja, gut zu wissen. Er kommt rüber. Hat er was mitgebracht für mich? Hat er natürlich nicht. War ja klar. Wieso regnet es eigentlich hier drin? So, noch irgendwelche, die meinen, sie müssten mich angreifen. Wieso komme ich jetzt einfach so rüber? Letztes Mal muss ich hier rübersteigen. Oh, okay. Never mind. So. Jetzt habe ich ein Problem und zwar, entweder wir begeben uns Richtung Westen zum großen Flugplatz, der ist ungefähr 2 Kilometer weg. Habe ich mal ausgerechnet. Oder wir gehen zum ganz kleinen Flugplatz, aber zu den Russen, der ein bisschen weiter östlich ist, der ist dann wieder 7 Kilometer weg. Das können wir uns unterscheiden. Ich würde sagen, wir gehen zum kleinen Flughafen, zum großen. Zum ganz, ganz tollen Flughafen. Ich wollte mal gucken, was es da Schönes gibt. Denn es gibt einige kleine Hütten, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt, die so ein bisschen versteckt im Wald sind. Die haben ganz, ganz viel drinne. Und die wollen wir da mal alle mitnehmen. Und mal gucken, was das so ist. Deswegen habe ich extra einen Server ausgesucht, der ein bisschen leerer ist. Ich glaube, 10 Spieler sind da drauf oder so. Deswegen können wir das mal angehen. So, Max Verbandzeug. Da habe ich genug Verbandszeug mit, würde ich sagen. Wobei ich habe keine Munition. Wie viel habe ich denn noch hier drin? 102. Ja. Nee, dann lasse ich die hier. Gut. Soweit alles clear. Ein Zombie passt schon. Ich frage mich, ob er da hoch kann. Ich frage mich, ich frage mich. Naja, gut. Gehen wir mal Richtung. Doch mal ein bisschen geduckt noch. Wer weiß. Vielleicht das ein oder andere noch um die Ecke. Da oben zum Beispiel. Gehen wir mal auf die Treppenstufe hin. Und ich habe bemerkt in vielen Videos von anderen Leuten, dass wenn man in kriechender Stellung vorangeht, können die Zombies selbst einen in 5 Meter Entfernung nicht irgendwie wahrnehmen. Das will ich dann nachher am Flughafen ganz beherzigen.
Das möchte ich dann echt gerne mal probieren. Probieren wir es nochmal bei dem Sackgesicht da vorne aus hier. Der kommt gerade schon einzeln vorbeigelaufen. Denn das heißt, ich müsste doch nicht so oft immer weggehen. Ich meine, da oben ist noch einer. Jetzt ruckt es gerade ziemlich. Ist da noch irgendwas? Ne. Mal gucken, nicht, dass es dann am Ende. Dass mir dann in der selbst eine Grube grabe. Gut, ich meine, ich muss das nicht den berühren. Ne, irgendwie klappt das nicht. Ne, also zu nah wahrscheinlich dann auch nicht. Ich wurde es auch gefixt mit dem Patch. Ja, fick dich doch, komm, komm. Ja gut, aber so deswegen war es 3 Zombies ging eigentlich. Ein bisschen verletzt waren wir auch. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir uns jetzt Knochenbruch müsste man eigentlich gut Schmerzmittel müssen Morphium müssen wir nehmen. So, Knochenbrüchen steht ja extra alles da. Bei mir auf Deutsch. Könntet ihr alles in Option ändern, falls jemand Fragen hat, wie man das Spiel auf Deutsch stellen kann. Hier oben bei Spieloptionen kann man das ändern. Jetzt müsst ihr das Ganze auch das Spiel Deutsch machen, auch die Mod, soweit es halt geht. Und hat der was für mich mitgehört wenigstens? Nein, hast du nicht. Liegt denn da oben wenigstens noch was? Ja, Tatsache. Verbandszeug nehmen wir gleich noch mit. Leere Getränkedosen, Slugs. Ja, gut, die Dose kann man mitnehmen. Vielleicht für nachher ganz, ganz cool. Oh. Ich glaube, ich habe ganz schön viele getriggert. Ich habe im linken Bildschirm schon haben ganz, ganz viele Bläschen. KI-Bläschen. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg hier. Also so nah kann man wahrscheinlich auch nicht dran gehen. Oder es liegt vielleicht daran, dass wir es wieder gepatcht haben. Es gibt ja jetzt jeden Tag einen neuen Hotfix. Das kann natürlich auch sein. Die Leute haben nicht auf einer Version davor gespielt mit der 1.4er. So. Deswegen kann das dann auch daran liegen. Wobei ich sagen muss, es ist heute Sonntag. Und am Montag, also der darauffolgenden Tag, wenn ich diese Folgen hochlade, also wenn ihr diese Folge gerade sehen, dann gibt es diesen Beta-Patch jetzt endlich. Also so heißt es ja auf jeden Fall, so ist die Beta dann endlich da. Erst ihr sie, also bitte, wenn du gerade diese Folge guckst, vielleicht mal auf die DayZ-Seite abchecken und gleich mal die Version 1.7.2 runterladen. Denn das ist die aktuelle Version dann. Ich spiele gerade noch auf der 1.5er. 1.7, 1.5. So wie in diesem Tutorial. Deswegen bitte runterladen sofort. Das kann nicht schaden. Denkt dran. Und ich glaube, wenn man den Zombies ein bisschen aus dem Weg geht, kann das auch mit dem Krabbeln funktionieren. Ich glaube, ich war da wirklich ein bisschen zu nah dran. Ich meine, das wäre ja dann sowas wie Cheaten, dann denke ich mal, wenn man das wirklich so strapazieren könnte. Aber so auf der Entfernung geht das eigentlich so, wie wir es jetzt im letzten Video gehalten haben, denke ich mal, können wir auch weiter fortfahren damit. Aber steht jetzt mal auf. Denn es scheint klar zu sein. Außer ihn da hinten. Und wir bewegen uns einfach mal. Richtung Westen. Es dürfte nicht so weit sein. Es müsste einmal, glaube ich, einen Berg runtergehen, den wir jetzt hier gleich anstreben werden. Ein bisschen ins Tal, dann ein paar Wälder durch. Und dann müsste man eigentlich schon auf einer geraden Fläche sein, die schon so ein bisschen auf den Flugplatz hinweisen würde. Grüße an Didi, der gerade gestorben ist. Ich bräuchte echt mal so ein Blutpack oder sowas. Das würde mir echt helfen. Dann wäre das Spiel ein bisschen wieder farbenfroher. Denn je mehr man Blut verliert, desto grauer wird das Bild. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Ist ja nicht mehr ganz so farbenfroh, es ist schon mehr düsterer. Wobei es passt ja eigentlich auch, aber ich möchte dann doch ein bisschen mehr sehen können. Das ist natürlich ein bisschen schwerer, wenn man die Häschen angucken möchte. Die ja überall rumkriechen.
So ein Zelt möchte ich gerne auch mal finden. Das wäre auch nicht so schlecht. Wobei. Ja doch, ich möchte das gerne mal finden. Einfach mal so zu testen. Ich habe zwar schon in den frühen Aufnahmen zwei gefunden. Aber die habe ich, glaube ich, gar nicht aufgenommen, wirklich. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber die habe ich nicht selber aufgebaut, sondern die waren schon da von anderen Mitspielern. Deswegen möchte ich es gerne mal selber so eins finden. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es die überhaupt noch gibt. Also. Ich denke aber einfach mal, dass es das noch geben wird. So ein kleines Zeltchen. So. Soll ja alles frei sein. Wir dürfen jetzt eigentlich zwischendurch nicht auf ein Dorf treffen. Denn es müsste eigentlich nur Wald sein. Das heißt, wir könnten eigentlich auch größere Schritte machen. Wobei, nee. Dafür brauche ich so ein bisschen wieder viel Ausdauer, denke ich mal. Obwohl, meine Anzeigen sind eigentlich ganz gut. Also, ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst, ich habe nur Blutverlust. So ein bisschen. 7169,57. Ja, vielleicht finden wir auf dem Flugplatz so ein bisschen Blut. Ich meine, ich möchte jetzt nicht nur unbedingt noch so ein Dosenfleisch hinterherhauen, was mir so vielleicht 500 Einheiten mehr bringt, aber. Na, nee, das lohnt sich nicht. Dafür habe ich zu wenig Essen. Wenn ich jetzt einen Essensüberschuss hätte, wie bin ich verbandszeugt, dann würde ich das vielleicht machen. Zwei, dreimal. Aber so wäre mir das ein bisschen zu verschwenderisch. Deswegen lassen wir das Ganze mal. Ich meine, wir haben ja die anderen Aufnahmen auch, bevor wir gestorben sind, auch mit 7000 Blut rumgekrabbelt, bis dann mal ein paar Leute gesagt haben: Guck mal, geb dir mal ein bisschen Blut. Aber, ja, wir werden schon eins finden. Soll jetzt auch nicht so selten sein, aber ich meine, wir waren jetzt auch nicht so oft in so Städten drin oder so. Ich meine, wir könnten das ja. Ich würde gerne aber auch immer nach Tschernogorsk. Nach Tschernogorsk und Elektro-Sawotsk. Der würde ich gerne mal rein. Weil das ja dann eigentlich die Deathmatch-Schmiede schlechthin ist. Also da braucht ihr kein Call of Duty mehr spielen, da könnt ihr einfach mal nach Tschernogorsk und nach Elektro-Sawotsk einfach mal mit der Waffe in der Mitte rumschießen und dann könnt ihr euch gefasst machen, was da alles auf euch zukommt. Spieler, Zombies, eventuell Banditen, wenn es die überhaupt noch gibt. Ich glaube, sie gibt es noch, denn da oben steht noch Bandits Kill 0. Oben rechts in der Debug-Anzeige. Also wird es sie wahrscheinlich auch noch geben. Verdammt, ich hasse Banditen. Die sind so treffsicher. Das ist wieder so eine Mega-KI. Gott. So, jetzt müssten wir eigentlich schon gleich Sichtkontakt haben. So weit war es vielleicht gar nicht, ich weiß nicht. Also 2 Kilometer waren es auf mindestens. Oder maximal 2 Kilometer. Der andere Flughafen war schon ein bisschen weiter weg. Hätten wahrscheinlich nur mit einer Stunde laufen müssen. So, Straße frei. Ich weiß gar nicht, gibt's hier im Moment. Ach so, ich habe gar keine Karte, brauche ich gar nicht nachgucken. Stimmt. Brauche ich gar nicht nachgucken. Ich wollte mal gucken, wo es den Brunnen gibt oder sowas. Aber kann man sich, glaube abschminken. Das kann man sich abschminken. Und da kommt die Horde. Wenn es überhaupt die Horde ist. Also es gibt ja auch in DayZ gibt es mal ab und zu mal so ein. Ja, wie kann man es nennen? So ein Skript-Event, sage ich jetzt einfach mal so. Wo so eine ganze Reihe Zombies einfach mal quer durch die Karte läuft. Hier sind ja schon die ersten drei Typen. Vier habe ich gerade noch gesehen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich sowas hier. Denn hier gibt es eigentlich weit und breit keine Häuser. Außer der Flughafen, aber der ist noch ein bisschen weg. Deswegen denke ich mal, dass es einfach die Horde ist, die einfach mal von A nach B läuft. Gibt es auf jeden Fall. Sogar relativ schnell, muss ich sagen. Na gut. Einfach mal ein bisschen ausweichen. Ich glaube, wenn ich da mit dem mich anlege, dann bin ich gleich tot. Deswegen gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Verfolgen tue ich mich nicht hier, oder? Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Aber ich mache mir jetzt mal vorne beim Baum ganz kurz in Deckung. Denn das war es auch schon mit der ersten Folge. Und wir sehen uns dann wieder zu 18 Uhr Folge. Bis dahin, haut rein.